Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück. Ich bin auf der Arbeit. Yay, wer hätte das gedacht, dass ich nochmal arbeiten darf oder muss in diesem Jahr oder so. Wer weiß, wie lange das geht. Ich könnte mir vorstellen, dass Nagelstudio wieder geschlossen wird, wenn die Rate hochgeht, diese Infektionsrate. Ich muss gerade hier die ganzen Taschen auspacken. Hier ist unser ganzes Essen drin, auch vom Smurfy, der übrigens mega Hunger hat. Und der kriegt jetzt Essen gleich, Frühstück. Ist für ihn ja auch wieder Neueingliederung, kann man sagen. Der war ja auch lange nicht mit hier auf der Arbeit. Und ich wollte euch noch was Positives zeigen. Ich habe heute Morgen nochmal getestet. Und ich klebe die hier immer so rein in meinen Kalender. Ich zeige euch das. Als ich letztes Mal schwanger war, habe ich die irgendwie verlegt. Dann waren die weg und dann war ich traurig. Deswegen klebe ich die immer hier rein. Und der ist von heute Morgen, der Test. Und schaut, er wird noch tiefer, der Strich. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das diesmal alles gut geht. Und wir im Januar ein Baby in den Armen halten dürfen. Bernd hatte sich hier eingerichtet, das wisst ihr ja schon, der muss das gleich erstmal alles wegräumen, weil ich da gleich ja, Termine habe. Ich habe gestern, obwohl Sonntag war, viele Termine vereinbart mit meinen Kunden und ja, freue mich, die nachher wieder hier begrüßen zu dürfen. Sogar viele haben noch die Nägel drauf, obwohl das jetzt so viele Wochen schon her ist. Also 8 Wochen habe ich zu und manche haben die ja dann jetzt echt schon 10 bis 11 Wochen drauf. Und die sind noch drauf und dran. Die sind halt extrem rausgewachsen und sieht nicht mehr schön aus, aber haben gehalten. Dennoch wird das ein harter Arbeitstag, wenn man ja, diese rausgewachsenen Nägel nachher machen darf. Egal, so, unser ganzes Essen. Wir machen uns heute hier Döner. Und ich habe noch von letzte Woche so Champignon-Rahm-Soße mit Nudeln mitgenommen, dass wir ja nicht verhungern. Oh Mann, Leute, ey, was ein Start hier in den Arbeitstag. Ich habe hier erstmal alles sauber gemacht. Hier habe ich aufgeschraubt, die ganzen Filter habe ich neue reingemacht. Ich habe gedacht, wenn ich schwanger bin, ne, dann geht der ganze Feilstaub und so da rein. Überall nochmal Staub geputzt, weil Bernd hier ja auch seinen PC stehen hatte. Und dann habe ich das Handstück irgendwie sauber gemacht und war dann hinten da. Und dann roch es auf einmal so verbrannt. Ne? Und Bernd und ich so, was ist das denn, was ist das denn? Und dann habe ich das angefasst hier und es hat richtig tsch gemacht, weil ich so nasse Finger hatte. Das war so heiß geworden. Ich habe richtig hier an den beiden Fingern, das tut richtig weh. Da kriege ich bestimmt Brandblasen. Das ist durchgebrannt, mein Handstück. Und zum Glück habe ich 2 davon. Also ich habe 2 Geräte, einen auf Ersatz. Immer hier. Gott sei Dank, denn ja, der ist jetzt, der ist immer noch warm. Ja, sonst hätte ich heute mit Hand feilen müssen. Da hätte alles noch länger gedauert. Und dann habe ich da angerufen bei der Firma und die haben gesagt, die haben den aus dem Sortiment genommen. Jetzt kriege ich das Handstück nicht mehr, habe aber das Gerät noch einmal original verpackt, neu. Jetzt hoffe ich, dass das Handstück so lange lebt, weil die sind richtig teuer, diese Geräte. Wäre jetzt schade, wenn ich die entsorgen müsste, weil es die nicht mehr gibt. Dann habe ich meinen Kundenstuhl zu Hause vergessen. Den habe ich restauriert, in Anführungsstrichen. Weil der war halt so abgenutzt, ne? Da sind so weiße, also der ist weiß aus Holz, weiß lackiert. Und das war so ein bisschen abgenutzt und den Stoff wollte ich neu beziehen und alles. Ich hatte aber noch keinen Stoff bekommen, das habe ich euch ja erzählt. Bei Ikea habe ich ihn nicht bekommen. Und deswegen steht der Stuhl im Schuppen zu Hause. Deswegen habe ich jetzt hier so einen Rattansessel. Dann habe ich kein Desinfektionsmittel mehr hier. Also schon noch ein bisschen, aber das reicht nicht, um über den Tag zu kommen. Also Bernd ist jetzt losgefahren nach Hause und holt noch Desinfektionsmittel und so. Meine Güte. Und dann kühle ich mir hier meine beiden Finger mit einer Dose Cola. Schande, Mann. So ein Chaos am ersten Tag. Aber mein Wechselgeld habe ich auch vergessen. Das habe ich hier mit nach Hause genommen, als ich hier, ja, als wir halt die Läden beide schließen mussten, haben wir das alles mitgenommen. Und das ist jetzt auch zu Hause. Das bringt Bernd jetzt auch mit. Ich bin ja schon sowieso vergesslich und
verbimmelt, sag ich mal. Aber seit dem Wochenende, also es fing schon an, bevor ich das mit der Schwangerschaft festgestellt habe, so 2, 3 Tage, dass das noch schlimmer war. Wenn der Bernd so, wenn wir im Garten waren und ich habe zum Beispiel gesagt, ich gehe auf Toilette oder so, dann hat er gesagt, bring mal dies und das mit, bitte, von drin, dann habe ich das vergessen. So ganz schlimm, diese Vergesslichkeit. Unglaublich. Ja, jetzt habe ich noch 13 Minuten, dann kommt meine Kundin, die erste. Ich bin aufgeregt, ob ich das noch kann nach 2 Monaten Pause. Oh, ja, also schon können, aber es wird bestimmt länger dauern als sonst. Ja. So, den ersten Termin habe ich erfolgreich hinter mich gebracht. Es war ja voll schön, die wiederzusehen. Und jetzt bin ich hier gerade alles am Desinfizieren und Reinigen, diese Lichtgeräte. Ich baue die komplett auseinander und desinfiziere die einfach, um sicher zu gehen. So. So, und jetzt habe ich total Hunger. Bernd ist eben rübergegangen zum Aldi und holt uns was zum Frühstücken, also Brot. Aufstrichgedöns haben wir alles hier, aber halt kein Brot. So, ich habe auch eine Liste gemacht, oder musste ich machen, wo sich alle Kunden dann eintragen, ja, wo die halt sagen, dass sie gesund sind, weil wenn die halt Anzeichen haben von Fieber und so, darf ich die ja nicht behandeln. Und mit Adresse und Telefonnummer und so, dass wenn irgendeiner hier einen Corona-Fall hätte, dann dass wir die kontaktieren können, glaube ich, dass es dafür ist. Ja, so, habe ich alles wieder fertig. Dann kommt die nächste. Da. Ja, schaffe ich noch zu essen in Ruhe. Präsentiere das Frühstück. Oh, danke, Mila. Ja, ich habe mir schon Kohlrabi mit ihm geteilt, ja, hier. Kohlrabi war eher mau. Die ist lecker. Das, die, ja, aber ich musste über die Hälfte wegschneiden, weil... Weil die schon so alt war? Ne, nicht alt, die war halt... Okay. Holzig. Ich esse immer das Grüne und das Weiße gebe ich dem Smurfy. Ne? Mag das gerne. Murphy hasst diesen Trick. Was hasst er? Der hasst diesen Trick, der kann alles haben. Ja, aber von Kohlrabi geht's noch. Ja. Wenn wir jetzt hier Fleisch essen würden, dann wäre schlimmer. Guten Hunger. Ich habe Mittagspause und jetzt kommen die Videos wieder, wo ich halt mit euch rede, wenn ich mit dem Hund laufe, weil ich dann Zeit habe. Ich habe jetzt mit Bernd gerade gefrühstückt, das habt ihr gesehen, oder halt großes Frühstück. Boah, es ist voll windig. Ich hoffe, man hört mich trotzdem. Eieiei. Jedenfalls habe ich versucht, oder ich habe eine Hebamme angerufen, denn ich hatte ja schon eine mir im Februar oder wann das war gesucht. Und dann hatte ich ja die Fehlgeburt und dann habe ich sie informiert. Und habe sie gefragt, ob ich sie wieder kontaktieren darf, wenn ich wieder schwanger bin. Und sie hat gesagt, ja. Und das habe ich heute gemacht. Ich weiß, das ist total früh, über Geburt überhaupt nachzudenken und so. Ich bin mir dessen bewusst. Allerdings ist es ja so, dass Hebammen total schnell ausgebucht sind. Und es gibt nicht so viele. Und deswegen, ja, wollte ich schon mal wenigstens erfragen, wie das aussieht da. Und sie hat, weil ich habe ja jetzt Mitte Januar Termin, also errechneten Geburtstermin laut App. Und das, was die App letzte Mal errechnet hat, hat auch der Arzt damals bestätigt. Und ja, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es der 16. Januar ist. Die Hebamme hat bis zum 6. Januar Urlaub. Und viele Hebammen und Geburtshäuser haben Anfang Januar Urlaub. Ja, weil sie hat jetzt gesagt zu mir, die ist total lieb und deswegen
würde ich das sogar lieber so machen, was sie vorgeschlagen hat. Das erzähle ich euch jetzt. Sie hat gesagt, sie hat mich vorgemerkt, aber sie hat natürlich den Urlaub. Und ich soll halt rumtelefonieren, ob ich jemanden finde, der auf hat zu der Zeit und mich betreut und so. Und wenn ich niemanden finde, dann wird sie mich halt betreuen, die Vorsorge und die Nachsorge machen. Und wenn dann halt die Geburt losgeht, in dem Zeitraum, wo sie Urlaub hat, in dem Zeitraum, wo der Stichtag ist, dann macht sie auch die Geburt. Aber wenn die Geburt halt losgeht, die Wehen, wenn sie Urlaub hat, dann kann sie mir halt nicht bei der Entbindung beistehen. Da müsste ich halt, glaube ich, so habe ich es verstanden, ins Krankenhaus oder alleine zu Hause oder wie auch immer. Und ja, jetzt habe ich halt ein bisschen rumtelefoniert und es war so wie beim letzten Mal auch. Viele Hebammen oder Hebammenpraxen, Geburtshäuser sind erstmal, finde ich, unhöflich. So von oben herab irgendwie. Und ja, kommen mir dann sofort mit, ja, da müsst ihr aber die Kosten übernehmen und sowas alles, ist ja kein Problem. Aber wenn ich halt erstmal nur eine Frage habe am Telefon und dann sind die sofort so unfreundlich, dann fühle ich mich da nicht so wohl. Und deswegen, das war ja auch schon im Februar so, die war sofort so nett und so herzlich, dass ich mich so nur vom Telefon schon so wohl bei ihr gefühlt habe, dass ich lieber das Risiko eingehe, zur Not im Krankenhaus zu entbinden, wenn die Geburt früher einsetzt. Aber die Hoffnung, bei ihr entbinden zu dürfen. Oder das wäre dann ja halt eine Hausgeburt mit Hebamme. Ja, ich weiß es nicht. Und da gehen jetzt halt meine Gedanken so hin und her. Calvino habe ich im Krankenhaus entbunden. Und aber das war halt auch damals, das ist ja jetzt 10 Jahre bald her. Mal eben meine Seite wechseln. So, das ist ja jetzt bald 10 Jahre her. Und damals war das noch nicht so mit YouTube und Google. Da hat man halt nicht so die Informationsflut gehabt wie heute. Dass man einfach im Internet schauen konnte und alle Infos hat, die man braucht. Das war halt einfach so. Ich bin halt einfach ins Krankenhaus gegangen. Anders kannte ich es gar nicht. Und hatte auch keine Hebamme oder sowas. Und ich glaube, ich würde es sehr von Vorteil finden, eine Hebamme zu haben und ganz in Ruhe entweder zu Hause oder im Geburtshaus zu entbinden und so natürlich. Andererseits hatte ich letzte Mal einen enorm starken Dammriss, musste dann 2 Stunden operiert werden nach der Geburt mit so einer PDA oder wie das heißt, also diese Rückenmarksanästhesie, die ich bei der Geburt nicht hatte. Und dann nach der Geburt musste ich sie haben. Ich hatte so Angst vor dieser Spritze. Und nach der Geburt musste ich sie dann haben für die Operation, da das alles genäht werden musste, 2 Stunden. Und das war so schlimm, dass ich denke, oder gehst du einfach ins Krankenhaus und machst das mit einer PDA, weil die Spritze war ja nicht schlimm. Oder machst du doch lieber natürlich. Das sind jetzt so halt meine Gedanken. Und ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben könntet. Erfahrungen oder eure Empfehlung. Ja, ich überlege mal ein bisschen. Ich war hier so lange nicht mehr spazieren. Seht ihr das, wie die Schiffe, die Kohle rausgeholt wird hier fürs Kraftwerk? Oh, hier ist es so schön hier am Kanal. Murphy, der Fein. Er macht sich ganz gut an unserem ersten Arbeitstag. Er hat bis jetzt fast nur geschlafen. Ich habe jetzt beim Frauenarzt einen Termin gemacht für Ende Juni, weil dann bin ich in der 12. Woche. Ich wollte nicht wieder so früh in Anführungsstrichen einen Termin machen und den Herzschlag sehen und so, und dann passiert doch was. Deswegen habe ich mir die 12. Woche ausgesucht für einen Schwangerschaftsvorsorgetermin. Und die Frau war sehr, ja wie, und waren Sie jetzt beim anderen Arzt? Und dann sind Sie ja schon richtig weit und dann müssen Sie doch mal vorher kommen und so. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich das Herz wieder sehe und dann ist doch irgendwas, dann bin ich total traurig. Deswegen warte ich erstmal. Und es ist ja jetzt alles in Ordnung. Und wenn Blutungen kommen oder so, dann kann ich ja immer noch
hingehen zum Frauenarzt. Und der würde ja nichts feststellen. Letztes Mal war ich zum Ultraschalltermin, da war alles in Ordnung und 3 Stunden später fing die Blutung an. Also der wird ja nichts feststellen, um mir helfen zu können. Und deswegen, ich habe mir damals so viel Sorgen gemacht nach diesem Frauenarzttermin. Der hat mir dann gesagt, ja wie, Sie wurden noch geimpft. 6 Wochen vorher oder so, das darf man nicht und das ist nicht gut und so. Und dann habe ich so Angst gehabt und das möchte ich nicht nochmal. Und deswegen ist es alles in Ordnung, ich habe keine Blutung und es geht mir gut, ich habe keine Schmerzen und dann wird mit der Schwangerschaft auch alles in Ordnung sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und wenn was ist, dann kann ich ja immer noch zum Arzt gehen oder wenn ich mich doch unwohl fühle oder so. Ja, und das habe ich der Frau auch gesagt, ne, wenn es mir schlecht geht, dann komme ich ja. Ist ja nicht so, dass ich dann ne, hier sitze und leide und verblute oder so, dann würde ich ja gehen. Aber solange es mir gut geht, kann ich ja auch noch abwarten. Also habe ich jetzt Ende Juni meinen ersten Vorsorgetermin in der 12. Woche. Ihr Lieben, ich habe Feierabend. Endlich. Also ich hatte nicht so viele Termine heute. Ich habe mir das relativ gemächlich eingeteilt, mein Terminkalender. Aber es war doch knackig, sag ich euch. So, wenn man 8 Wochen zu Hause war, erster Arbeitstag und dann so 10 Stunden, war schon nicht ohne. Und wir freuen uns auf den Feierabend. Wir haben den Döner gar nicht mehr gegessen, den wir eigentlich essen wollten. Sehe ich gerade jemanden hinter mir. Bekannte, die hat gewunken. jetzt war ich ein bisschen raus, perplex. Sorry. Muss ich hier gleich mal schreiben. Wo war ich denn jetzt? Achso, wir haben den Döner nicht mehr gegessen, weil irgendwie hat sich das dann nicht mehr ergeben. Dann war viel los und dann kam meine Kundin wieder, dann hat Bernd wieder viel los gehabt und hat es sich ergeben. Und jetzt haben wir mega, mega Hunger, fahren schnell nach Hause, gehen in den Garten, gießen die Blumen und alles, Gemüse. Und dann gehen wir rein und machen Essen. Also soweit ist das alles vorbereitet, wir müssen uns den Döner nur schnell zusammenschmeißen und dann essen. Endlich essen, voll Hunger. Und ja, dann würde ich das Video jetzt hier wieder beenden. Und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen kommt das Video online, dass ich schwanger bin. Und ich bin ganz gespannt, wie ihr reagiert. Also diese Live-Reaktion von dem Schwangerschaftstest. Ich bin sehr gespannt, wie ihr reagiert. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Und ja, schönen Abend noch oder Tag oder morgen. Tschüss.